Hallo, hier ist Ronja und zusammen mit der Izzy, die aus irgendeinem magischen Grund da oben steht. Magisch! Yeah! Versuchen wir jetzt in der Hochschule zu überleben. Vor einem Tsunami oder Wirbelsturm. Oder Hochschule, weil sie so hoch ist? Vielleicht. Oder weil es zu hoch für uns ist. Vielleicht ist es auch zu hoch für uns. Wahrscheinlich. Ja, wie jetzt Tsunami oder Wirbelsturm? Ja, man weiß es nicht. Irgendeine Katastrophe kommt. Wieso? Weil wir im Katastrophen-Überlebenssimulator sind. Ja, aber wieso? Wieso spielen wir nicht den süße Hundeknuddeln-Simulator? Weil ich den nicht gefunden habe. Ah, nein! Den hätte ich gerne mal gespielt. Aber nein, Ronja muss wieder Katastrophen haben, ist ja klar. Mhm. Guck, Tsunami. Als Tsunami, hätte ich's gerochen. Nein. Okay, wo ist man denn besonders sicher? Get to higher ground. Das heißt, wir müssen irgendwo hochklettern. Wir müssen raus. Oh mein Gott, wir müssen raus. Also ich gehe raus mit meinem Ballon, du hast keine Chance zu überleben, sag ich dir gleich. Okay. Das werden wir ja sehen. Ich stelle mich jetzt hier auf New Eddingtons Kopf. Der steht nämlich auf Kamikazes Kopf. Du weißt schon, dass da jetzt gerade eine richtig große Flut kommt, oder? Ja, das weiß ich schon, aber... Das wirst du nicht schaffen. Wie jetzt? Du bist draußen, du bist nicht mal im Haus. Oh. Und? Hat sich erwischt? Nö. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich dachte schon. Oh, nein. Ja. Hat sich doch erwischt. Also jetzt auf einmal aus dem Nichts. Die Welle kam aus dem Nichts und hat mich erfasst. Oh nee, warst du schon mal im Gefängnis? Ja, ich bin ständig im Gefängnis. Okay. Besuch da immer meine Verwandten. ja. Dann kennst du dich ja bestimmt hervorragend aus, wo man sich am besten verstecken sollte. Wenn man je nachdem, wie stark die Katastrophe... Ich sterbe. Jetzt schon? Oh Gott. Ja, aus Versehen fast. Aber alles gut. Hast du dir jetzt mal einen Ballon gekauft? Nee, hab ich vergessen. Nein, jetzt ernsthaft? Ja, ich hab wirklich nicht dran gedacht. Ich war auf der Todesplattform und hab zugeguckt, wie die Welle gespült hat. Aber das war's dann auch. So, okay. Aber ich kletter jetzt gerade ganz fleißig nach komplett oben. Und wenn jetzt irgendwas kommt mit, ja, such unten... Ah, saurer Regen, bleib drin. Saurer Regen komm mal ist hierher. So einfach. Wo bist du? Wo bist du? Ich guck mal, hallo. Hallo. Hi. Ja, saurer Regen ist okay, oder? Ja, nein, die Decke geht weg. Oh. Der Regen regnet die Decke weg. Nein. Der Regen ist so sauer, er ätzt sie weg. Ja. Ich fühle mich nicht mehr sicher hier. Ich muss eine Etage niedriger. Oh mein Gott. Alles klar, alles fällt hier runter. Dann hat man nämlich mehr Decken. Alles klar, okay. Gruselig. Ich fühle mich hier unten sicher. Also falls auf mich irgendwas draufstürzt, dann kann man halt nichts machen, aber ich denke. Also ich bin im Keller jetzt. Ja. Gott. Wo bist du? Ich bin ganz unten, also auch Keller, Etage, Erdgeschoss, wie auch immer. Bei der Küche irgendwie? Wo ist denn hier eine Küche? Boah, hier geht's sogar noch weiter runter. Ich gucke hier draußen im Regen zu und habe Angst, dass der andere mich rausschubsen will. Aber ich versuche gleichzeitig Annie rauszuschubsen. Schubs. Der ist schon low und ich will einer der wenigen Überlebenden sein. Alles klar. Stimmt, der eine hier ist auch low. Okay. Okay, komm mit, Dude. Komm mit. Wir stellen dich einmal in den sauren Regen. Nein, das ist fies, mach ich nicht. Ja, das sagst du jetzt, ne? Aber... hier ist, glaube ich, die Küche, von der du geredet hast. Bist du da? Ich bin da. Hi, hier bin ich. Hä? Du bist auf der anderen Seite. In der anderen Küche. Oh, guck mal. Ronja, ich muss dir mal was zeigen, komm mit. Okay. Komm mal mit. Hier, ich sehe nichts, weil das überlebende Schild noch da ist. Ja, stell dir einfach vor, es wäre nicht da. Du musst nach oben kommen. Ja. Und jetzt guck mal an diese Tafel. Alles Käse. Top 10. Top 10 Spieler hier heute! Top 10 Spieler. Du, jetzt bist du weg. Nee, du bist immer noch unter den Top 10. Ja, 15 überlebte Spieler. Voll krass. Nice. Oh, Meteorschauer, sieh nach oben und finde einen Unterschlupf. Sieh nach oben. Oh mein Gott. Alles klar. Oh, guck bloß nicht raus. Warum? Oh. Rückzug. Nein! Oh mein Gott. Nein! Das war auch. Ich bin nicht tot. Ich bin nur versteckt im Boden. Kann ich dir irgendwie helfen? Warte, ich komm mal hoch zu dir. Ich seh nur so meine Füße. Aus der Decke baumeln. Ich kann nichts mehr weißt von du, dir. Ja, nein! Ich bin tot! Lebst du noch? Als meine Decke dann eingestürzt ist, hatte ich keine Chancen mehr. Ich
habe bis jetzt leider noch gar nicht überlebt, ich weiß. Aber, ja, diesmal spüre ich's. It's Challenge Time! Stell dich mit hier rein, wir bleiben jetzt die ganze Runde hier stehen. Warte, ich war in der Röhre unter dir. Ja. Ich gehe jetzt auch in die obere Röhre. Steh jetzt hier alle rum. Mein offenes Gelände und erhöhte Orte. Ja, ich bin nicht im offenen Gelände, ich bin im Rohr. Ich sehe es blitzen. Ich sehe es auch blitzen. Ich bin in meinem Kopf. Warte mal, ich will gleichzeitig rausgucken, als auch in die Röhre gucken. Geht das? Warum sind eigentlich alle Leute hier drin? Was ist daran so toll an dieser Röhre? Nein, die Röhre! Nein, die Röhre fällt! Bloß nicht! Ich fühle mich nicht sicher in der Röhre. Easy. Oh, jetzt sind wir unten. Okay, aber es ist kein erhöhter Ort mehr. Das stimmt, ja, aber irgendwie stecke ich hier so ein bisschen fest. Okay, okay. Ja, erstmal ein Apfel essen. So. Ich glaube, du bist tatsächlich nicht die Einzige. Wir alle. Die Röhrenbewohner stecken alle etwas fest. Eigentlich voll gut hier. Ja, gell? Für ein Gewitter, oder? Also, wenn ich eine Röhre bei mir zu Hause rumliegen hätte, ja, und es würde gewittern, dann würde ich ja sowas von in die Röhre gehen. Ey, der schubst mich mehr raus. Tommy Bommy, wieso? Oh, wer schubst dich denn da raus? Nein. Wieso? Ronja hat das Ding verlassen. Nein, ich wurde geschubst. Ich wurde geschubst. Ja. Hast du mich geschubst? Vielleicht. Sie ist sehr ehrlich. Okay, ich gehe auch eine Sekunde raus. Warum haben eigentlich alle diese Ratten auf der Schulter? Was ist denn das? Oder was soll das sein? Das, ist so das sind Mäuse. Was sind... Willst du mich beleidigen, oder was? Entschuldigung, aber das sind... Das sind Mäuse. Aber warum sind die rot und haben gelbe Schneeflocken auf das ihrem Körper? Das sind chinesische Mäuse. Aber warum denn dann die Schneeflocken? So Neujahrs, chinesisches Neujahrsdings. Wahrscheinlich hier, dieses Fest da. Wobei ich's... Ja. Oh, guck mal, easy. Das sind alles die Leute in der Röhre. Ich habe gehört, du möchtest gerne in die Rakete klettern. Ist das korrekt? Ja, absolut. Ich möchte gerne jetzt zum Mars fliegen. Ist das okay? Mhm. Würdest du, wenn es quasi möglich wäre, sagen, du ziehst mit deiner Familie und allen anderen Leuten zum Mars? Oder würdest du lieber auf der Erde wohnen bleiben und langsam zerstört werden? Also es gibt einige Leute, die ich gerne zum Mars schießen würde. Aber nicht mich selber. Ja, aber wenn du dir da, weißt du, wenn da ein neues Leben aufbauen könntest. Nein, die Rakete! Ronja, ich wollte mitfliegen. Ist sie schon weggeflogen? Ja, die ist voll schnell weggeflogen. Oh Mann, ja, schade. Tschüss, Rakete-Mensch. Schokolade. Zählt man eigentlich als Überlebender, wenn man in der Rakete war? Vulkan, wir müssen zum Vulkan. Was? Das kennst du, oder? Also, ich bin beim Vulkan, aber... Wir müssen dahin. Wenn der ausbricht, sterben wir. Es sei denn, wir stehen genau auf ihm. Ehrlich? Ja, habe ich doch schon mal erzählt. Stell hier hin. Okay. Du kannst mir vertrauen. Ich vertraue dir. Wenn ich würde dir niemals etwas antun. Wenn ich jetzt sterbe. Dich besonders nicht in eine Falle locken am Vulkan, der dich dann gleich verbrennt, entglüht, heißer Lava. Besser ist es. Niemals. Nein, würde ich wirklich nicht. Ich habe hier Vertrauen, ja? Wenn ich jetzt verwurzel. Aber die anderen. Guck dir die anderen Leute an. Ja, okay. Da vorne. Ja, die ganzen Loser auf der Insel, hör. Ja, Anfänger. Haben die noch nie Katastrophe-Überlebenssimulator gespielt oder was? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich hoffe, dass die mal getroffen werden. Ist so. Irgendwie sind bei mir die Blöcke in der Luft stehen geblieben. Die Ausbruch-Lava-Blöcke. Ja, irgendwie schon, ne? Aber kann auch an meinem Internet liegen, ich weiß es nicht. Wollte ich vielleicht, dass du stirbst, Ronja? Ja, sorry, Schiebung hier. Wer weiß das schon? Ich fühle mich wie so ein Cheerleader in der Highschool, die dann so komische Figuren machen, weißt du, wo du dann von den anderen hochgehoben wirst und dann stehst du diesem Menschen. Hey, das ist voll cool hier. Wir hatten das mal tatsächlich im Unterricht, also Schulsport, aber das war nicht gut. Okay, was noch nicht gut ist, sind die Meteore, die gerade auf uns runterhageln. Die auch nicht. Schon wieder. Die Meteore, habe ich das Gefühl, sind auch ungefähr die schwerste Katastrophe. Weißt du, sowas wie saurer Regen, ja? Gewitter. Pff. Ne? Ja, aber richtig. Ich glaube, die Meteore machen das Haus kaputt. Nein! Alter. Der kam hier gerade direkt neben uns runter, ne? Okay. Oh. Okay, du musst halt... Ich glaube, wenn wir nah an der Hauswand bleiben... Weil dann
prallen sie vom Haus ab. Ja, richtig, das dachte ich auch. Also, das ist meine Theorie. Und irgendwie haben die Leute hier es doch gerade geschafft zu sterben. Ich stehe im Fenster, das ist eigentlich voll gut. Ich glaube auch. Also, ich fühle mich sicher hier. Ich habe das alles im Blick. Und richtig. Irgendwie die spawnen und die spawnen aber auch manchmal komisch. Auf meiner Hose steht Strong Ducky übrigens, möchte ich nur mal anmerken. Wusste ich auch nicht. Warte mal, was? Du bist eine starke Ente? Ja. Quark. Du bist eine starke Ente. Alles klar, sehr gut. Was? Das ist doch ein Witz! Bist du gestorben? Ja. Ich wollte ins Fenster springen und dann wurde ich rauskatapultiert. Nein! Das Spiel hasst mich! Und jetzt kommt hier auch mein Power-Multi-Disaster. Oh, okay. Stufe 2. Stufe 2 auf der rasenden Rennbahn. Ja, richtig. Und das ist eine der schwersten Maps. Ich kenne die gar nicht. Hol dir mal lieber schnell ein Auto. Okay. Yeah! Hat man gewonnen, wenn man ein Auto hat? Ja, ja. Okay. Nein, weiß ich nicht, aber die sind cool. Okay, ja, die sind wirklich cool. Ich rase. Die sind sehr langsam. Ich rase den einen um. Aiden the Poop blockiert meinen Weg. Ja, die stehen alle im Weg rum. Entschuldigung. Was soll das? Könnt ihr einfach mal gehen? Hier, ich überhole. Ich überhole. Schnelles Überholmanöver. Oh, kommt berghoch. Nein. Ah. Das kann doch nicht wahr sein. Nochmal. Berghoch. Okay, okay, okay. Der Motor macht schlapp. Du bist die Erste. Ich bin die Erste. Ich bin so schnell. Die einzige Frage ist, was kommt jetzt? Halte Abstand vom Feuer. Noch schon wieder Meteorschauer und Feuer. Oh, oh. Okay. Also. Ich bin tot. Okay. Ich bin auch tot. Aber ohne Grund. Tja. Dafür gucke ich jetzt von oben wenigstens dem Spektakel zu. Das sieht nämlich echt zerstörerisch aus. Aber es war trotzdem ganz nice. Ja, gut. Das war's für diese Folge Roblox Katastrophen Überlebenssimulator. Meine deutsche Sprache ist nicht mehr das, was ich immer war. Hier geht's um Herz, Nieren und Leber. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch. Und ich meine, wenn ihr auch im wie heißt das Ding? Meteor, Feuer, frag mich was, Hagel, gestorben wärst. Natural Disaster Survival. Ich meine das, was gerade passiert hier. Ach so. Dieses Lava-Becken mit Meteoren. Also wenn ihr da auch gestorben wärt, dann, habt ein bisschen Mitleid. Richtig. Dass wir einfach direkt abgenippelt sind. Das kann jedem passieren. Ja, auch. Richtig. Auch einem von euch. Selbst den Besten der Besten, so wie uns. Richtig. Ja, zum Beispiel man sieht's Easy, ja. Die ist auf der Top-10-Liste, ja. Und die richtig. Ist trotzdem gestorben. Aber auf der Top-10 von den Leuten, die hier drin sind. Und ich bin auf dem letzten Platz, wie du siehst. Aber selbst Top-10-Leute wie Easy sind trotzdem gestorben. Richtig! Hey, gut, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!